Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagsvideo. Ja, und ich habe mir gedacht, Sonntag, ach Mann, was mache ich denn jetzt bloß? Ich mache mal Video. Ja, warum nicht? Ich habe mir was richtig Cooles gegönnt, und zwar die Eisbärenreiterinnen von A Song of Ice and Fire. Und weil ich dieses Spiel so mega genial finde, obwohl ich es noch nie gespielt habe, habe ich mittlerweile auch die kompletten 50 Punkte parat. Das bedeutet, man hat so 30, 40 oder 50 Punkte. 30 ist ein kleines Spiel, 40 ist ein mittleres Spiel und 50 ist halt das große Spiel. Jetzt kann man natürlich alle möglichen Figuren kaufen und immer wieder seine Liste umstellen und so weiter. Aber ich habe halt Mammuts und Riesen und jetzt die letzte Fraktion im Grunde in der Gruppe, die ich da unbedingt haben wollte, und zwar die Eisbären. Ich gucke also immer wieder runter, was ich jetzt mache, und erzähle euch das. Weil ich jetzt einfach mal zeigen wollte, wie ich mit der Airbrush arbeite. Und wir hatten ja beim 24-Stunden-Mal-Livestream mit Alex zusammen auch ein bisschen mit der Airbrush gearbeitet, oder beziehungsweise er hat damit gearbeitet, aber auch mit einem Kompressor, der keinen Lufttank hatte, was halt super nervig ist. Dann war das Ding halt richtig laut und es läuft dann halt die ganze Zeit, während ich einen Kompressor habe mit komprimierten Tank, der sozusagen die Luft komprimiert, und dann, wenn er fertig ist, schaltet er sich automatisch aus. Und dann, wenn man arbeitet, dann wird immer die Luft da rausgezogen, bis das alle ist, und dann wird wieder nachgepumpt. Dann brummt es eine Zeit lang, keine Ahnung, so, ich weiß jetzt gar nicht, 2, 3 Minuten oder so, würde ich sagen. Gemessen habe ich es noch nicht, und dann schaltet er sich automatisch alleine ab. Ja, und hier sieht man einfach, ich nehme jetzt so wirklich für die Eisbären so ein bläulich-graues, graue Farbe. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich da genommen habe. Die muss aber wirklich gemischt werden. Am besten mit einem Verdünner. Man kann auch Wasser nehmen. Ich habe aber jetzt gerade für das Video echt mal einen Verdünner genommen, weil ich mit dem Wasser häufig Schwierigkeiten habe. Liegt einfach vielleicht auch an dem Wasser. Das kommt immer drauf an. Aber wie gesagt, ich habe mal einen Malkurs gehabt. Da hat er immer gesagt, nehmt diese Plastik Cognac-Gläser oder was das ist, kauft euch davon ein Teil und dann macht dort die Farbe rein, mischt es und macht es da rein. Warum? Ganz einfach, denn aus den kleinen Farbtuben, die man da so rausdrückt, da bleiben immer wieder so ein paar Pigmente irgendwie oder Reste halt irgendwo hängen. Und wenn diese Reste in die Airbrush geraten, dann ist es vorbei, weil die verstopft dann. Dann könnt ihr das ganze Ding auseinanderbauen. Ihr müsst es reinigen und sauber machen, und das ist so nervig. Ich bin ja jemand, ich bin echt ein fauler Mensch eigentlich, was das Malen betrifft. Liegt daran, weil ich schnell und effektiv arbeiten will. Man kann auch, weiß ich wie, anfangen. Man kann auch mit der Airbrush jetzt malen und mit Grau, Dunkelgrau anfangen, um noch mehr Tiefe reinzubringen in den. Aber ich bin halt faul. Ich will schnell und effektiv hier arbeiten. Und deswegen habe ich auch mit der Airbrush jetzt ungefähr eine halbe Stunde gearbeitet. 32 Minuten ungefähr. Habe das jetzt auf schnell laufen lassen, sodass die Zeit halbiert wird. Und wir haben jetzt ein 50-minütiges Video. Das bedeutet, wir werden die vier Eisbären grund bemalen mit der Airbrush, und anschließend werde ich nochmal eine knappe Stunde den einen Eisbären komplett mit euch fertig bemalen. Und dann könnt ihr schon ausrechnen, jeder Eisbär eine Stunde sind 4 Stunden, plus die halbe Stunde mit der Airbrush sind 4,5, maximal 5 Stunden Zeit, um alle vier Eisbären fertig zu machen, was ich eigentlich eine sehr, sehr coole Zeit finde. Man kann jetzt mega viel mehr Zeit investieren, natürlich, gar keine Frage. Ihr könnt am Ende mal des Videos einfach mal schauen, ob euch das gefällt oder ob ihr sagt, ey, da muss noch mehr Tiefe rein, noch mehr, ja, noch mehr Schatten und weiß ich was. Das könnt ihr alles machen mit Abtuschen, mit Ink und weiß ich was. Aber meine Effektivität, um eine 50-Punkte-Armee auch fertig zu bemalen, ist eigentlich in schnellen, effektiven Arbeiten. So, wie bin ich dazu gekommen? Ganz einfach, wir haben ja gesagt, wie man jetzt bemalt. Also ich mische meine Farbe direkt in dem Topf oben drin. Und wie gesagt, das liegt aber daran, dass ich auch gesagt habe, diese kleinen Cognac-Gläser, die aus Plastik, das ist halt Plastik. Ich habe das eine Zeit lang verwendet, und wenn man jetzt sehr, sehr viel mit der Airbrush malt, dann wird es halt auch sehr umweltunfreundlich, um es mal nett zu umschreiben. Also da habe ich dann halt einfach überlegt, muss das sein? Ja, die sind nicht teuer, man benutzt die, aber dann benutzt man sie auch nur für eine Farbe, dann trocknen die halt dort da drin ein und dann schmeißt man die halt weg, und wo kommt der ganze Plastikmüll hin? Muss ich das machen, ja oder nein? Und ich habe das halt einfach jetzt weggelassen,
Ich glaube, ich habe noch zwei von denen mal noch da, aber ich werde mir auch keine mehr kaufen. Habe auch schon überlegt, ob ich mir diese kleinen Cognac, ich sage immer Cognac-Gläser, ich habe da keine Ahnung, vielleicht ist das auch was anderes, weil ich keinen Alkohol trinke. Aber ich habe mir schon überlegt, die in Glas zu holen, ja, und dann damit zu arbeiten, die dann aber dann natürlich effektiv auszuwaschen und dann fürs nächste Mal wieder zu benutzen. Ich bin mir noch unsicher, ich habe die auf der Wunschliste. Und werde mal gucken, ob ich das vielleicht ja irgendwie dann doch noch mal umsetze oder ob ich das wirklich in der Airbrush mache. Weil das Problem ist wirklich an der Airbrush, wenn man jetzt diese Verdünnung da rein macht, mache ich immer als erstes Verdünnung. Hier nehme ich, Entschuldigung, Unterbrechung, Ivory. Kann man auch noch mal einen Zwischenschritt machen, auch noch mal mischen mit dem Grau, was man hat. Aber ich habe jetzt wirklich das Ivory reingemacht und da nehme ich die Verdünnung, mache zwei Tropfen rein, nehme dieses Ivory. Und oben vielleicht noch ein Tropfen. Manchmal, also eigentlich steht da auch nur ein bis zwei Tropfen für die Verdünnung. So, dann wird gemischt. Ich nehme immer einen Pinsel auf der Rückseite. Warum? Ganz einfach, damit der halt auch, ja, damit der Pinsel nicht die Farbe aufnimmt. Das soll er ja gar nicht, sondern nur die Rückseite zum Vermischen. Da bleibt schon meist genug Farbe dran. Dann streiche ich das ab und dann habe ich das. So, und jetzt sieht man auch schon den zweiten Effekt. Den kann man natürlich auch ein bisschen entspannter oder nicht so doll machen, aber ich wollte den Eisbären irgendwie schon weiß haben. Ich wollte den schön weiß eigentlich, das ganze Fell haben und dementsprechend mache ich auch, dass wirklich die unteren Partien einfach ein bisschen dieses bläulich-grau haben und oben weiß. Ich finde, das sieht schon cool aus. Jetzt kann man natürlich sagen, das kann man auch mit dem Pinsel machen. Definitiv. Ey, keine Frage, ihr müsst keine Airbrush kaufen. Ihr könnt hier einfach den Bürstpinsel auspacken, dann darüber bürsten und so weiter. Das ist keine Frage. Aber es ist schon so, dass man, wenn man mit der Airbrush arbeitet und ungefähr eine halbe Stunde für vier Figuren braucht, um die wirklich mit der Airbrush zu bearbeiten, das schafft man nicht mit dem Pinsel. Man muss halt immer wieder gucken, die schon alleine, wenn man den Pinsel nimmt und die alle in diesem Blau-Grau bemalt, dann müssen die trocknen. Das dauert voll lange. Da muss man halt wirklich alle Stellen auch berühren. Das dauert wirklich dann noch länger. Also ich denke mal, hier muss man schon mit der doppelten Zeit ungefähr rechnen, bis man das, also mindestens, glaube ich. Ja, und deswegen ist die Airbrush auch wirklich cool. Effekte kann man damit auch richtig gut machen, aber hier war mir das wichtig, da ich gar keine Effekthascherei mit denen male, sondern dass ich einfach wirklich Eisbärenfell mache. Und da sieht man auch schon, man kann auf jeden Fall noch versuchen, so einen Zwischenton zu machen oder man kann auch gucken, dass man halt wirklich so ein bisschen dieses Blau-Grau auch immer überall so ein bisschen, ja, wieder durchscheinen lässt. Weil das macht ja die ganze Effektivität aus. Der untere Bereich bei den einzelnen Partien müsste Blau-Grau bleiben und der obere nicht. Wir kommen aber noch dazu, warum das eigentlich jetzt auch gar nicht so ultra wichtig ist, denn wir werden ja da auch nochmal Schnee raufhauen. Und wenn wir den Schneeeffekt da raufhauen, dann sieht die Figur sowieso nochmal einen ganzen Ticken anders aus. Ja. Wir sind ja schon bei 8 Minuten, das bedeutet, die Hälfte der Zeit mit der Airbrush ist schon durch. Ja, was kann denn da jetzt noch kommen? Ganz einfach, natürlich nehme ich jetzt nach dem Ivory auch ein komplettes Weiß. Ja, genau. Da gibt es viele verschiedene. Ich habe, glaube ich, das Weiß von Mecca-Farben genommen, weil das sowieso sehr dünn ist und das da einmal aufgetragen und dann kann man da auf jeden Fall eine coole, einen coolen weißes Highlight nochmal oben auf die oberen Stellen machen. Ich weiß gar nicht, warum ich da so brauche. Ich glaube, ich suche mir das entsprechende Weiß gerade raus, weil ich habe ja diesen Drehteller und dann muss man immer mal gucken, ob man da was findet oder nicht. Ja, und dann war das schon im Grunde das, warum ich das Weiß genommen habe. Ob das jetzt effektiv ist oder nicht mit der Airbrush, ist jetzt mal dahingestellt. Wir können mit Sicherheit auch mal ein Video machen, wo man effektiv mit der Airbrush irgendwelche coolen, schnellen Effekte hinbekommt. Schon alleine ein OSL ist mega cool. Also das bedeutet, wenn ich jetzt einen Fackelschein habe zum Beispiel und alles andere anleuchte, dann ist so eine Airbrush mega genial. Das kann ich euch gleich sagen. Weil das ist so effektiv, das sieht so gut aus und das ist so schnell gemacht, was man mit einem Pinsel effektiv nicht so einfach hinbekommt wie mit der Airbrush. So, dann seht ihr aber auch schon, die oberen Partien werden jetzt extrem weiß, was ich aber auch cool finde, denn so ein Eisbär ist nun mal weiß. Ich mache hier den Mantel auch nochmal ein bisschen weiß. Und das muss man halt auch sagen, ne? Einen Mantel zu, die Highlights zu ziehen mit der Airbrush. Hey, ist so effektiv und schnell gemacht. Jetzt ist es wirklich immer so,
Wollt ihr das so haben oder müsst ihr dann auf jeden Fall mit dem Pinsel nochmal ran, den kompletten Umhang nochmal richtig rausheben? Dann macht das. Ja, das werden wir nachher nochmal sehen. Ich werde jetzt eine Miniatur mit euch zusammen bemalen. Die restlichen drei werde ich dann irgendwie zu Hause alleine machen, weil ich glaube, das ist dann langweilig. Ich glaube, die wichtigste Sache ist eigentlich immer, dass ihr seht, okay, so sieht es ungefähr aus. Dann kann man sagen, oh, ich mache das so oder so, ich ändere das, oh, ich mache den Speer oder so, da will ich auf jeden Fall Silber. Ich habe das hier fast schon in einem Non-Metallic Metal gemalt, ja. Ja, weil ich das irgendwie cool fand. Einfach mal ganz kurz weiß raufhauen und die sehen schon fast so aus. Man kann natürlich viel, viel mehr Arbeit da investieren, damit man das noch schöner hinbekommt. Aber wie gesagt, ich wollte euch das so ein effektives, schnelles Rezept zeigen, um zu zeigen, dass man eigentlich auch in, ja, in einer guten Stunde, sage ich mal, so einen Eisbären fast fertig machen kann. Und wenn man dann 4 Stunden investiert, was ich ja in meinem Maldienstag fast investiere, weil ich ja von 20 Uhr bis 24 Uhr male, da hat man eine komplette Fraktion oder eine komplette Einheit schon fertig. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei A Song of Ice and Fire macht mir das richtig Bock, weil die sehen alle unterschiedlich aus. Es sind nur 4 Reiter, man kann auch nicht noch mehr dazu kaufen, man kann halt noch mal eine zweite Einheit aufmachen. Aber es ist mir lieber als das von Games Workshop, wo man dann irgendwie 12 Reiter macht. Ich sage euch ganz ehrlich, 4 Reiter ist eine ganz andere Hausnummer als 12, weil man hat dann irgendwann keinen Bock mehr. Man steht dann da und denkt sich so, oh, ey, das sind noch mal 8. Hier bei 4, das kriegt man an einem schönen Dienstag hin, wenn man relativ schnell arbeiten will. Oder man hat dann 2 Dienstage, wenn man noch ein bisschen mehr Zeit investieren will. Und dann ist man auch schon fertig. Was mache ich jetzt? Ich nehme hier ein braunes, ein helles Braun, um so ein bisschen, also ich fand immer, die sehen auch so ein bisschen so aus, als würden sie halt so ein bisschen dreckig sein. Oder das Fell wird ein bisschen dreckig. Das mache ich nur an bestimmten Stellen. Das ist hier unten und an den Beinen ein bisschen. Muss man nicht machen. Aber ich fand das irgendwie, das sieht manchmal so, ja, nicht ganz weiß aus an den Stellen. Und es gibt halt der Figur nochmal so ein bisschen einen realistischen Touch, dass die Figur nicht nur weiß ist. Ja, das muss man nicht machen, aber ich habe da Bock drauf gehabt, weil ich mir dachte, so, ja, irgendwie, wenn ich da mich daran erinnere, manchmal sind die auch ein bisschen schwarz an den Füßen oder so, ne? Das kann man halt auch machen. Dreck oder sowas kann man sowieso immer jederzeit ranmachen oder so schlammmäßig, weil Schnee und Stein und keine Ahnung, Kiesel. Das kann alles Mögliche machen. So, jetzt habe ich hier wirklich für die Speere auch nur eine ganz leichte Note an Braun gemacht. Das ist genauso, dass ihr da auch sagen könnt, so, oh nee, das ist mir aber zu wenig, da muss ein bisschen mehr Highlight rein. Aber bei mir soll es eigentlich nur darum gehen, dass der Eisbär und der Reiter so im Vordergrund sind. Also der Eisbär soll richtig schön rauskommen und ich finde die mega cool und mega gelungen. Man muss immer wieder dazu sagen, das ist halt eigentlich cool, Mini or Not, ist ja eigentlich eine Plattform damals gewesen, wirklich nur für Maler. Ist es heute immer noch, man kann seine Figuren da einstellen, dann kriegt man eine Bewertung von allen Leuten, die die Figur sehen, die geben halt eine Bewertung von 1 bis 10 und dann kommt man in einem entsprechenden Ranking, man kann da halt auch wirklich ganz viel machen und das war eigentlich cool, Mini or Not als Plattform. Bis sie dann irgendwann angefangen haben, so, oh, wir machen auch mal Figuren und weiß ich was. Und das ist natürlich echt krass, wenn man sich überlegt, ey, das ist ein mega großer Konzern geworden. Und Cool Mini or Not hat halt auch wirklich, die machen coole Sachen. Ich weiß, dass ihre Firmenpolitik manchmal mich ultra nervt, aber die Minis, die sie da raushauen, ich finde es gerade bei A Song of Ice and Fire ultra genial. Die Box hat jetzt, kostet so um die 30, also kommt immer darauf an, wo man sie kauft, 30 bis 35, 38 Euro manchmal. Aber ich finde auch 38 Euro für 4 Figuren, ich weiß, ja, wenn man es umrechnet, ist ein Zehner fast, ja, ganz schön teuer. Aber man muss einfach sagen, das ist halt eine Einheit. Ja, das ist genauso, als würde man halt eine komplette Fußtruppeneinheit holen. Das sind dann 12 Figuren. Und wenn man es dann umrechnet, wird es auf jeden Fall günstiger. Bei größeren Miniaturen ist es immer ein bisschen teurer. Wobei ich auch sagen muss, 2 Mammuts, die sind wirklich fett. Dafür, sage ich mal, 15 Euro, 17 Euro für ein Mammut passt. Ja, da ist die Relation wieder irgendwie passend. Hier bei denen,
Ja, 9 € für eine, okay. Aber ich find die einfach genial. Und wenn man so eine 50-Punkte-Truppe hat, ich habe gerade letztes Mal überlegt, ich glaube, ich habe 80 € für die Grundbox gekauft und dann habe ich die Mammuts gekauft und ich habe jetzt die Bärenreiter gekauft. Also ich bin bei guten, also ungefähr 130 € für eine komplette Armee. 130 bis 150 € für eine komplette Armee, wo ihr nichts mehr kaufen müsst, ja, weil ihr genau mit der größten Armee, größtmöglichen Armee spielen könnt. Ihr habt die Helden dabei, die ihr braucht. Und das finde ich, ey, das kriegt man bei Games Workshop nicht hin. Bei Games Workshop kriegt man, wenn man Glück hat, dann, ja, vielleicht, lass mich überlegen, zwei Einheiten und ein großes Monster. Damit kann man nicht spielen. Ja. Und deswegen muss ich sagen, ist es echt trotzdem im Verhältnis ein mega gutes, ja, Verhältnis einfach. Also ich bin einfach mega begeistert. Die Airbrush ist vorbei. Ja, jetzt seht ihr die Figur, die Airbrush. Ich habe das jetzt genau so gezaubert, wie ich euch es gesagt habe. Weiß und ein bisschen grau. Ich finde, die sehen sehr, sehr effektvoll aus. Jetzt geben wir der ganzen Figur noch ein bisschen mehr Farbe. Aber ich bleibe natürlich in dem Stil, dass halt diese Braun- und Grautöne eigentlich vorherrschen. Bei dem ganzen Ledergedöns und so weiter bleibe ich ein bisschen beim Grau. Da habe ich Bock drauf. Und jetzt haben wir effektiv halt diese eine Stunde, die ich jetzt reduziert habe, nochmal auf die Hälfte der Zeit. Also wir haben jetzt ungefähr 30 Minuten. Ungefähr, ja, 32 Minuten, glaube ich, haben wir die effektive Mahlzeit für alles, was Riemen, Gesicht, Hose, Jacke, Schuhe und so weiter sind. Das können wir uns dann angucken, weil dann ist auch noch in den 32 Minuten ist auch noch der Schneeeffekt drin, wobei ich jetzt die Bepflanzung heute Morgen gemacht habe, bevor ich das Video aufgenommen habe. Aber ihr seht, am Ende habe ich noch mal ein Bild reingehauen, wie die Figur jetzt dann schlussendlich aussieht. Das bedeutet aber, ich arbeite jetzt effektiv auch diese 32 Minuten an diesem Modell, also nicht an 4 Modellen. Das könnt ihr natürlich auch machen, dann seid ihr sogar noch ein Ticken schneller, muss man auch dazu sagen, weil ihr dann einmal die Farbe angerührt habt und damit die Riemen bei allen gleich malt. Ihr müsstet halt immer nur die Miniatur aus der Halterung rausnehmen oder ihr nehmt sie halt so in die Hand, wobei ich mit der Halterung schon sehr zufrieden bin. Weil ihr da wirklich einfach das in der Hand halten könnt und dann halt eingespannt die Mini und dann könnt ihr halt wirklich sehr effektiv, ihr könnt ja die Mini auch drehen, wenn ihr jetzt sagt, so, oh, das ist aber so ausladend, so riesig, ja, aber ihr könnt ja die Figur auch immer wieder mal ein Stückchen drehen, um dann besser ranzukommen an irgendeine Stelle. Das ist ja dann euch überlassen. Aber ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Sache, um halt diese ganzen Modelle fix fertig zu malen. Eine Reiterarmee steht mir jetzt so im Kopf. Ich habe ja jetzt zwei Fraktionen. Ich habe einmal diese Free Folk, also freies Volk mit den ganzen Monstern und so. Die finde ich auch mega gelungen und mega cool, weil es einfach auch so viele Monster da drin sind. Es gibt sogar Gestaltenwandler. Da werde ich mal gucken, wenn ich dann irgendwann mal Bock habe, werde ich mir die noch holen als Unterstützung für meine Truppe oder als Austausch, weil die kosten ja halt immer entsprechend Punkte. Also wenn man jetzt so die Eisbären hat oder so, ich glaube, die kosten 7 oder 8 Punkte als Einheit und da muss man halt immer gucken, die zählt man zusammen und man ist da auch relativ frei in dieser ganzen Geschichte. Also man könnte auch rein theoretisch nur die Grundbox holen und sich dann zwei Rieseneinheiten holen und dann kann man vielleicht auch aus der Grundbox nochmal die eine oder andere Einheit rausschmeißen und nochmal Riesen holen oder halt diese Einheit. Man muss halt immer nur darauf achten, ob die limitiert sind, sage ich mal. Wenn sie limitiert sind, dann darf man nicht so viele davon holen. Ansonsten kann man ohne Ende Einheiten zusammenstellen, wie man Bock hat. Und wie cool ist das denn? Ja, also ich freue mich schon aufs erste Spiel, weil die Regeln habe ich natürlich gelesen und muss ganz ehrlich sagen, die Regeln sind sehr, sehr gut. Es gibt kaum Fragen, es gibt für alles eine Antwort und es ist halt natürlich ein reines ja, Armeespiel. Das bedeutet, man hat wirklich seine riesige Armee und geht ins Feld, hat aber auch viele Missionen, sage ich mal, oder geheime Sachen, die man versucht nochmal zu erfüllen. Und dadurch kommt natürlich mehr Spieltiefe rein. Man hat sogar in den einzelnen Boxen immer auch so eine Möglichkeit, eine Burg anzugreifen. Ja, und das werden wir dann irgendwann mal auch ausprobieren. Aber erstmal finde ich das
schon eine richtig coole Sache. Und die zweite Fraktion, die ich habe, das sind diese, das sind nicht die Steinmänner, sondern das sind diese Leute, die in diesem Wasser da. Oh, Grey. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Auf jeden Fall finde ich die auch mega cool, aber bei denen ist es halt so, die haben nur Fußtruppen. Ja, also man hat wirklich eine Einheit von 12 Mann, kauft man sich da, und dann hat man halt wirklich seine Fußtruppen. Die sehen auch richtig, richtig cool aus, aber bei denen ist es halt so, du musst halt wirklich 60 Miniaturen anmalen. Und wenn man 60 Miniaturen auf dem Tisch hat, dann weiß man eigentlich erst, wie viel das ist. Ja, man glaubt es immer gar nicht, aber es ist schon richtig, richtig ordentlich. Ich habe immer noch 3 Einheiten, die ich noch nicht mal entgradet und grundiert habe. Ich bin an der zweiten Einheit dran und es ist halt ein Haufen Arbeit, dort 12 Minis soweit fertig zu machen. Ich habe das Glück, die Airbrush zu benutzen und trotzdem ist es, ja, egal. Ich mache die Eisbären fertig und wenn ich die Eisbären soweit fertig habe, dann werde ich höchstwahrscheinlich dann mich an meine anderen Truppenteile setzen von der anderen Fraktion, weil ich die auch unbedingt fertig habe. Dann habe ich zwei Armeen mit jeweils 50 Punkten, also ich bin da komplett ausgelastet und dann kann ich die ins Feld führen mit jemand zusammen, der dann halt auch mal Bock hat, das zu spielen, weil das soll mein Ersatz für Games Workshop Warhammer Fantasy sein. Weil ich glaube, das ist ein richtig cooles System, wo man auch Bock hat, wieder mal eine neue Einheit irgendwann mal zu kaufen. Dann kauft man sich eine Box. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich da 30, 35 € investiere für diese Box und die dann anfange zu bemalen, das macht natürlich mehr Spaß, wenn ich schon weiß, ich habe meine Fraktion eigentlich fertig und ich kaufe die jetzt nur, damit ich die mal austauschen kann. Ja, muss ich jetzt nicht kaufen, aber ich habe das Geld übrig, ich will mich mal belohnen für irgendwas. Ich weiß, das ist ja das Blöde daran, wir belohnen uns ja häufig mit Einkäufen, aber ich will die auch bemalen. Ich will nicht nur kaufen und die Box dann stehen lassen, das ärgert mich total, sondern ich will die halt fertig bemalen. Und wenn ich die dann fertig bemalt habe, dann freue ich mich wie Bolle darauf. Die alleine mich schon anzugucken, ist schon mega cool. Und ich habe auch Lust, gerade für das Freefolk, weil ich die wirklich genial finde, da mir noch mal eine Vitrine anzuschaffen. Eine größere, eine längere vielleicht, wo man dann wirklich das auch so aufbaut mit Schnee und mit dem Berg und so weiter im Hintergrund, vielleicht noch gemalt oder so, dass man die wirklich sich angucken kann. Weil ich finde die, auch wenn die so schnell bemalt sind, die sehen halt mega gelungen aus, wenn die alle auf dem Feld stehen. Das sieht einfach cool aus. Und deswegen wollte ich euch das zeigen, dass man nicht 7 Stunden, 8 Stunden an einer Figur sitzen muss. Nein, man kann auch relativ zügig und effektvoll bemalen. Gerade wenn man auch nochmal mit Schnee arbeitet, ist es halt so, ich tupfe ja das Gesamte überall rauf. Und wenn ihr jetzt euch ein bisschen vermalt irgendwo, dass ihr vielleicht ans Fell mit Braun kommt, ja, hey, dann lasst es drauf. Ihr könnt da mit dem Schnee nochmal arbeiten und das Ganze recht fix und effektvoll, ja, cool bemalen. Deswegen, ich bin da wirklich ein bisschen stolz drauf, auf diese Idee. Ah, krass, freies Volk, habe ich Bock drauf, kaufe ich mir, wie mache ich das am besten? Und dann, ach ja, mach mal Schnee mal da tupfen und da. Und damit kann man so viel rausholen, auch an Zeit, die man halt nicht am Maltisch sitzt, sondern wo man wirklich sagt, okay, ich gucke mir jetzt nochmal an, wie ich das so mache, ganz kurz im Internet. Und dann geht es so schnell von der Hand. Und wenn man es auf dem Tisch hat, das werdet ihr irgendwann mal sehen, weil ich einfach noch nicht fertig bin, muss ich dazu sagen. Ich will wirklich, wenn die Armeen fertig sind, dann will ich euch das zeigen. Ich weiß, das ist dann 3 Jahre später als eigentlich gewollt, aber es ist auch nicht mein Jahresziel. Mein Jahresziel ist, mit Alex auf jeden Fall A Song of Ice and Fire dieses Jahr zu spielen. Das bedeutet, bis dahin muss ich auf jeden Fall meine Fraktion irgendwie fertig kriegen. Und die Frage ist auch, ob wir erstmal mit einem 30-Punkte-Spiel oder so anfangen oder gleich mit einem 40-Punkte-Spiel. Das weiß ich noch nicht. Das werden wir dann auf jeden Fall sehen. Und bis dahin wird die Fraktion, also Freefolk nicht, weil das wird Alex spielen. Aber die andere Fraktion wird bis dahin dann auch effektiv fertig sein. Und dann sind es ja nur noch 10 Punkte. Wahrscheinlich 2 Einheiten, die ich noch anmalen muss. Die eine Einheit habe ich schon weggestellt. Und dann gucke ich mal, dass ich noch vielleicht eine andere Einheit habe. Weil ich habe für diese Fraktion habe ich mir noch eine neutrale Einheit gekauft, nämlich Ritter. Weil ich so auf Reiterei stehe. Ich weiß gar nicht warum.
Reiterei macht so unglaublich viel Bock. Vier Figuren und man hat eine Einheit fertig. Es ist so cool. Natürlich haben die dann auch im Umkehrschluss 12 Lebenspunkte, wie die Fußtruppen. Aber ich finde die einfach cool. So, und das bedeutet, ich habe mir da nochmal Ritter geholt, weil ich da auch richtig Bock drauf habe. Und das ist dann halt dieser nächste Schritt. Ich werde erstmal diese Ritter anmalen, die auch 7 Punkte kosten. Und dann habe ich ja schon nur noch 33 Punkte. Und ich habe ja schon eine Truppe fertig. Das bedeutet, ich bin schon bei 15 Punkten. Habe auch schon einen Helden fertig. Bin ich bei 17. Also ich habe fast die Hälfte der Punkte schon investiert. Nur da drin, indem ich dann die Reiterei reingenommen habe und effektiv so ein bisschen, ja, einen Schlenker mache, da ich nicht 60 Figuren anmalen muss. Also das kann man auch machen. Man kann halt neutrale Einheiten überall reinnehmen. Es gibt keine Nö, geht nicht Regel, sondern die darfst du reinnehmen. Die sind halt so ein bisschen, ja, sind vielleicht nicht so effektiv wie andere, weil sie ja auch nicht von den Regeln der Helden, die da drin sind, dann profitieren. Aber ey, es ist mir egal. Ich habe dann wenigstens meine Punkte fertig und kann die ins Feld führen. Und wenn ich dann die Muße habe, dann kann ich auf jeden Fall nächstes Jahr dann halt meine restlichen 10 bis 15 Punkte fertig malen, ohne dass ich diesen Stress habe, sondern mich freue darauf. Ich habe 40 Punkte bemalt und ich brauche jetzt nur noch mal eine Einheit mit 12. Die mache ich mal jetzt fertig und danach mache ich die nächste. Und dann schaue ich mich mal um, weil ich habe natürlich schon den nächsten Plan. Das bedeutet, ich will jetzt eigentlich gar nichts mehr kaufen, weil ich bin jetzt wirklich so satt erstmal. Aber ich habe schon nachgeguckt nach einer Armee, die nur aus Reiterei besteht. Gibt es. Ich weiß, aber die sind dann auch schnell bemalt. Aber ich habe da richtig Bock drauf. Die sind dann auch schneller. Und schnelle Einheiten sind effektiv, weil sie halt natürlich richtig schnell reinrushen und halt auch schnell die Flanken angreifen können, ohne dass woanders was gemacht werden muss. Und die anderen, die Gegner, die müssen halt immer relativ viel dann laufen, um überhaupt ins Geschehen zu kommen. Und da habe ich Bock drauf. Ich hatte mal zu Games Workshop-Zeiten nämlich eine Chaos-Armee. Es war die deutsche Meisterschaft und wir von Games Workshop oder von unserem Laden mussten irgendwie noch zwei Leute stellen, die da mitmachen sollten. Und dann haben wir gesagt, ja, gut, keiner wollte wirklich mit. Ich habe gesagt, oh, ja, ist mal nett, aber Turniere spiele ich eigentlich nicht. Ich bin eher so ein Bier- und Brezeliger-Spieler. Also wenn ich mal die Zeit habe, spiele ich unglaublich gerne und würde auch mehr gerne spielen wollen. Aber dann habe ich noch Freebooters Fate und ich habe noch das. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache mit und habe eine Chaos-Armee gespielt. 2000 Punkte aufgebaut und zwar innerhalb von 2,5 Wochen, 3 Wochen. Und habe dann wirklich eine komplette Reiterarmee gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was da noch drin war. Ein Schagott oder so, glaube ich, war noch dabei. Na, diese Tiermenschen hier. Nicht die Trolle, sondern Minotauren. Richtig. Ich glaube, 2 Sechser-Einheiten Minotauren. Ja. Und die habe ich dann alle bemalt innerhalb von 2 Wochen. Und das war ein Haufen Arbeit, aber es war halt richtig cool, weil immer, wenn man die aufgebaut hat, haben alle geguckt und dachten sich so, was ist das denn? Ja, das ist meine Chaos-Armee. Ich habe nicht gewonnen, keine Frage. Also wenn ihr jetzt sagt so, wow, und hast gewonnen, nein, 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 ich bin kein Turnierspieler. Aber es hat richtig Spaß gemacht, weil viele Leute dann einfach richtig Angst und Respekt hatten vor dieser Horde von 10er-Trupps in schwerer Rüstung, Chaos-Rüstung. Und die auf dem Feld zu haben alleine, ist schon ein Horror, weil man einfach weiß, die sind super schnell, die sind sehr schnell bei uns dran. Und wenn wir hier nicht irgendwas Cooles machen oder eine verweigerte Flanke, was wir gar nicht machen können, weil es ist Reiterei, dann wird es richtig böse enden. Ja. Und so habe ich Bock irgendwie, ich weiß noch nicht, was für eine Fraktion, aber da habe ich schon Lust, noch was zu machen, weil das Problem ist, dass es da natürlich auch wieder Helden gibt, die man gerne haben möchte. Und ich möchte unbedingt, ja, wenn ich die Starks dann endlich habe, da möchte ich unbedingt, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Horo? Nee, wie heißt er? Sagt er doch immer, er schreibt doch immer seinen eigenen Namen. Oh. Tja,
Das ist weg. Der Typ, der ries, also der so ein bisschen größer ist und so weiter, der ein bisschen matschig im Kopf ist und immer seinen eigenen Namen spricht, weil er doch die Tür irgendwie hält. Und zum Schluss hält er doch die Tür so fest. Und er hat aber auf dem Rücken irgendwie noch jemand drauf. Also ich hab da richtig Bock, den zu machen. Wenn ihr wisst, wen ich meine, dann in die Kommentare, weil der ist wohl in der Grundbox dabei. Und dann möchte ich natürlich, wenn ich die Grundbox irgendwann mal bekomme, die ich ja im Februar bestellt habe, Januar oder Februar, die immer noch nicht da ist. Ey, überlegt euch das mal. Warum? Ich habe die bestellt und nichts ist passiert. Ich finde das unglaublich. Ich müsste mal wieder fragen, wo die bleibt, weil die habe ich nämlich wirklich günstig geschossen. Ich glaube, für 90, für 95 € habe ich die bekommen, nicht bekommen. Ja, und dadurch bin ich ja dann da in diese ganze Nische gekommen. Sonst hätte ich ja diese Lannister- und Stark-Fraktion als Starter gehabt, habe mir dann, weil es nicht kam, nochmal zwei Unterstützungspacks geholt, die ich dann angefangen habe zu bemalen. Und dann habe ich gesagt, so, nee, also wer weiß, wann das mal ankommt. Und ich will das unbedingt spielen. Und ich guckt aufs Datum. Es ist September und ich habe noch nicht ein Spiel gespielt. Aber ich bemale fleißig, damit ich dann wirklich effektiv spielen kann. Und weil mir das einfach so viel Freude macht, die ganzen Minis da zu haben, habe ich natürlich dann auch am Jahresende, wenn ich dann wirklich gespielt habe, dann einfach Lust für 2023, mir die nächste Fraktion zu basteln. Nein, es liegt ja nicht daran, dass ich das alles haben muss, sondern ey, mir macht es so viel Spaß, eine Armee aufzubauen, die thematisch auch noch ist. So wie dieses freie Volk, weil es ist so thematisch, diese ganzen Monster, die Riesen da drin. Und wenn man das auch noch spielt und es macht unglaublich Spaß, dann halt zu zocken und sich da hineinzuversetzen, dann ist es auch nicht schlimm, Geld dafür auszugeben. Also lasst euch das nicht immer erzählen, so ihr müsst es nicht haben, ihr könnt ja mal von einem Freund das spielen. Ja, aber es ist trotzdem, wenn ich daran arbeite und wenn ich so viel Zeit investiere in diese ganzen Minis und in das Spielsystem, das kann mir keiner mehr wegnehmen. Ja, muss man einfach dazu sagen. Man kann halt diese Fraktion dann immer wieder spielen, auch nach 5 Jahren, selbst wenn die Regeln dann, wenn es die Minis nicht mehr gibt, wenn die Regeln weg sind, ist es egal, ihr habt es. Und dann könnt ihr sagen, ey, darauf habe ich mal wieder Bock. Lass uns mal eine kleine Kampagne starten mit A Song of Ice and Fire. Ja, zum Malen wisst ihr und seht ihr auch, das ist jetzt nichts Neues, was ich euch beim Malen zeige, sondern eher das, was ihr schon alles kennt. Es ist hier so bei den Gesichtern und bei den Händen, da braucht ihr jetzt nicht viel erwarten. Also ich weiß nicht warum, aber bei der Miniatur war das Gesicht recht schlecht modelliert. Also es ist halt so fein abgegossen, dass man eigentlich gar nicht weiß, so ist das jetzt ein Mund oder ist das keiner. Man hat noch die Nase, man hat die Augen, aber es ist halt kein wirklich krasses gedrucktes Modell. Also im Gesamten sieht es mega genial aus, aber im Kleinen muss ich ganz ehrlich sagen, Gesichter war dann einfach ein bisschen zu, ja, zu flach leider. Da ist halt keine wirklich gute Tiefe. Es ist egal, weil wenn die fertig ist und die vier da zusammenstehen, dann schaut man nicht unbedingt mehr auf das Gesicht. Aber das ist halt schon ein bisschen schade. Das liegt aber auch daran, dass dann die Figur oder dass die Box dann halt nicht so teuer ist wie bei Games Workshop wahrscheinlich, sondern dass sie dann halt einfach gesagt haben, so Klasse und Masse versuchen wir zu kombinieren. Und haben sie auch gut hinbekommen, definitiv. Also, wenn ihr euch das anschauen wollt, ich mache die Fotos, wie gesagt, am Ende der Miniatur oder am Ende der Miniatur des Filmes. Da mache ich es auf jeden Fall rein. Und dann könnt ihr auf jeden Fall schauen, ob euch das gefällt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, weil ich schon so viele Miniaturen-Ranges auch habe und so viele Brettspiele, die Miniaturen mittlerweile rausbringen, aber auch aus dem Tabletop-Bereich komme und schon seit 20 Jahren da drin bin, ach, länger. 20. So jung bin ich gar nicht mehr. Nee, also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist als Plastikbausatz, ja, der ja auch daherkommt, ihr müsst ja nichts mehr machen. Es ist ja nicht, ihr müsst, klar, ihr müsst mal entgraten. Habe ich jetzt bei der Mini auch. Auf der Schulter hier ist ein Grat drauf, den habe ich gar nicht gesehen. Durch den Schneeeffekt kann ich das ganz gut retuschieren. Aber ansonsten,
ist die Figur ja fertig. Die ist schon zusammengepackt, die ist zusammengeklebt und ihr nehmt die aus der Packung raus und könnt dann spielen. Und das ist so, das ist wirklich so ein Zwischending zwischen ganz vielen, wo es einfach nicht so gut läuft. Das bedeutet, Games Workshop macht ganz viel damit mit dem Stecksystem mittlerweile, hatte aber vorher auch alles, wie beim Kill Team, was ich auch ganz häufig sage, da müsst ihr jedes einzelne kleine Teil rausschneiden, entgraten, zusammenpacken, zusammenkleben. Und diese Zeit, die ist ja die Zeit, die ich für die Figur brauche, habe ich ja fast den Eisbär bemalt. Muss man sich mal vorstellen. Also ich habe wirklich bei dem Kill Team, ich glaube, 7 Stunden gesessen für 4 Figuren oder so, wo ich mir dachte, ey Leute, das geht gar nicht. Das ist für Einsteiger unfreundlich ohne Ende. A Song of Ice and Fire ist ein mega guter Einstieg für Anfänger, weil ihr hier einfach die Figuren aus der Packung nehmt und dann könnt ihr spielen. Natürlich, die haben auch entsprechende Farben. Also jede Fraktion hat ihre eigene Farbe, sodass man auch wirklich sieht, das ist rot gegen blau. So, aber natürlich, wenn ihr dann anfangen wollt zu malen, grundiert den ganzen Kram und dann fangt ein bisschen an zu pinseln und dann seid ihr auch fertig. Also ihr müsst nicht mehr großartig was hier machen, außer ein bisschen entgraten wäre ganz cool und dann könnt ihr auch schon loslegen und wenn ihr dann fertig seid, freut ihr euch. Wenn ihr dann natürlich dazu hingehen wollt, so, oh, ich will aber mehr basteln und mehr bauen und mehr individuell noch machen, ja, dann macht das. Wobei ich sagen muss, bei A Song of Ice and Fire habt ihr auch die Möglichkeit zu bauen und zu basteln. Ihr habt halt die Möglichkeit, dieses gesamte Ding auseinander zu schneiden und zu modellieren. Wenn ihr wollt, nehmt doch einen Bären. Es gibt zum Beispiel Bären, die auch aufrecht laufen. Ja, dann tut euch keinen Zwang an. Nur holt eine zweite Box davon und versucht einfach, das durchzumodellieren. Vielleicht aufrecht stehend oder sonst was, wie ihr Lust und Laune habt. Also da das Plastik ist, könnt ihr das auch machen. Zusätzlich muss man auch sagen, es ist ja so ein Hartplastik, was die Speere betrifft. Das bedeutet, die sind wirklich bis auf ein Modell, ja, sind die ganzen Speere, die auch in den Händen sind, alle komplett gerade. Das ist halt genial. Aber die Speere hinten drin im Köcher, die sind halt das eben nicht. Und dadurch hat man dann halt ein Modell, was zum Beispiel, wo die Speere halt gebogen sind. Die könnt ihr aber in heißes Wasser tauchen. Und wenn es fertig ist, dann biegt ihr das einfach, ja, zurück. Und wenn es abgekühlt ist, dann bleibt es in der normalen Form, die ihr gedrückt habt. Aber das ist auch nochmal so ein wichtiger Bestandteil. Das ist schon cool. Ja, das ist genau das, was ich mir eigentlich vorstelle. Ich mache die Packung auf, ich hole die Figuren raus, ich entgrate die, bemale sie und dann kommen sie auf den Tisch. Dass es jetzt ein ganzes Jahr dauert, liegt aber auch daran, dass ich eigentlich auch so ein bisschen darauf gewartet habe, dass die Grundbox endlich kommt. Ich bin gespannt, wann sie mal auftaucht, weil ich finde es echt schon ziemlich unfair, dann halt ein ganzes Jahr warten zu lassen. So. Auch wenn ich jetzt, sage ich mal, als Konzern da nicht rankomme oder nicht produziere. Andere schicken die auch, andere gibt es auch, wo man die nochmal kaufen kann für 140, 150 Euro. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, was ich so mache damit. Ist auf jeden Fall effektiv, die Grundbox zu kaufen, weil man dann einfach zwei Fraktionen hat und man kann die bemalen und man hat für zwei Leute schon komplett, ich glaube, 30 Punkte, ein bisschen mehr als 30 Punkte. Also die Grundstufe ist gelegt, damit, dass ihr spielen könnt. Ja. Und dann könnt ihr immer noch ein, zwei Einheiten holen. Und das finde ich halt auch sehr cool, weil ihr dann genau wisst, so, die Standardleute habe ich hier drin und jetzt kaufe ich mir einfach mal zwei Riesen. Nee, die waren ja in der Grundbox drin. Ich kaufe mir zwei Mammuts, weil ich darauf Bock habe und dann habe ich schon wieder fast 40 Punkte. Krass, oder? Also das finde ich ist so ein cooles System. Man muss nicht alles haben, man kann sich das auch so ein bisschen nacheinander irgendwie mal kaufen oder man schaut sich dann doch nochmal um, ob man die Karten findet, weil ich habe schon einige Sachen auch schon im Internet gesehen, wo man dachte so, ah, cool, die kosten 7 Punkte, das passt direkt rein, bestelle ich mal und dann passt es auch in seine Fraktion. Und das finde ich halt auch super. So, zur Miniatur. Ihr seht halt, die hat Farbe angenommen. Ja, ein bisschen Haarfarbe und so weiter. Und dadurch sieht die einfach cool aus. Das Schild zum Beispiel habe ich gar nicht bemalt. Da könnt ihr natürlich euch auch nochmal raus, ja, euch auslassen am Schild. Habe ich gar nicht gemacht, weil es soll einfach so für mich so ein
Gesamtergebnis geben. Das soll schon miteinander verbunden sein. Und diese Farbe von der Airbrush, die ist im Grunde effektiv halt wirklich auf dem gesamten Modell immer wieder zu finden. Also auf dem Eisbären, in den Klamotten von der Reiterin, in dem Mantel, den sie trägt. Und das spiegelt sich dann im Schild auch wieder und in dem Sattel auch. Den Sattel habe ich zum Beispiel auch nicht bemalt, weil ich mir dachte, nö, das passt so ganz gut. Und ja, dann Haarfarbe, Hautfarbe natürlich extra. Aber dann ist man eigentlich auch schon so grundlegend fertig. Man kann noch viel mehr Spielerei machen. Natürlich, natürlich. Jetzt, wenn ihr sagt, so, ja, aber das sagt, geht da noch mehr. Natürlich geht da noch mehr. Ihr könnt euch da auch wirklich viele Stunden noch ransetzen und zusätzlich nochmal Akzente setzen und noch effektiver das bemalen und noch schöner bemalen. Da gibt es Tausende, die das viel schöner machen. Aber ich muss immer ganz ehrlich sagen, ich will das spielen. Und ich will nicht erst in 3 Jahren spielen. Es reicht schon, dass ich es erst nach einem Jahr spiele. Das reicht schon mehr als genug. Aber ich muss da jetzt nicht, weiß ich was, für eine Vitrinenmalerei raushauen, sondern ich will euch effektives Malen zeigen, um recht schnell seine Truppen auch fertig zu machen. Ja? Weil das ist eigentlich das, was der Großteil ja haben will. Der Großteil, der auch Brettspiele kauft und sagt, okay, ich will jetzt endlich mal malen, will aber nicht, weiß ich, wie viele Stunden dran sitzen, der soll ja schnell zu einem Ergebnis kommen, weil ihr wollt ja das Spiel auch spielen. Ihr wollt ja nicht nur gucken und dann mal bemalen, sondern spielen. Weil ich glaube auch, das ist ganz einfach, wenn ihr anfangt zu malen und dann sagt, okay, ich male und dann spielen wir zwischendurch, dann spielt ihr, spielt ihr, spielt ihr, seid fertig, aber ihr seid noch gar nicht mit den Miniaturen fertig, mit dem Bemalen, dann bemalt ihr die vielleicht, weil ihr mal fertig werden wollt. Aber dann kommt die nächste Box mit neuen Miniaturen und dann seid ihr schon wieder in diesem Zwiespalt. Ey, ich will das eigentlich fertig machen. Ich habe aber Bock auf die neuen Sachen, weil die wollen wir auch spielen. Das neue Brettspiel. Und deswegen ist es gut, wenn man sich einig ist oder wenn man sich auch einen Plan macht, wann man was macht. Bei mir ist jetzt eigentlich auf dem Plan, deswegen habe ich jetzt auch Sonntag gemalt, den Eisbären. Bei mir ist effektiv Freebooters Fate am Start, denn Alex und ich werden uns treffen und werden Freebooters Fate zocken. Und das bedeutet, meine Amazonen müssen fertig werden, die ich auch im 24 Stunden Live-Malstream mit Alex zusammen angefangen habe. Die habe ich effektiv auch jetzt schon immer dienstags immer ein Tier und eine Amazone fertig gemalt. Auch mit Tattoos. Ja, seid gespannt, freut euch darauf. Und diesen Dienstag, der jetzt kommt, werde ich dann fast schon die letzten 2 Modelle machen. Genau, also die letzten 2 Modelle. Da ist, glaube ich, noch ein Modell übrig. Da muss ich jetzt erstmal in meine Liste gucken, ob ich bei den 500 Punkte, Dublonen, da die auch noch reinnehmen muss oder wie das aussieht, weil wenn ich das nicht muss, dann werde ich mir das erstmal sparen. Wenn ich das muss, dann muss ich natürlich nochmal richtig ranklotzen, um die fertig zu malen. Weil das sind nämlich die neuen Amazonen, die in der Box kamen, wo ich auch sofort gehypt war und gedacht habe, so, oh, die brauchst du, ja. Und dann habe ich die gekauft und dann lagen die einfach mal wieder einen Monat oder so hier rum und ich dachte, nee, 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 jetzt musst du aber ran, die willst du fertig machen, da hast du richtig Lust drauf. Dann hast du nämlich eine schöne, effektive 500-Dublon-Liste, wobei ich mehr habe, weil ich schon vorher Amazon hatte, aber ich kann dann halt ein bisschen spielen und kann dann halt auch auf der Spielemesse Essen mir noch überlegen, ob ich vielleicht die ein oder andere Amazone mir kaufe, denn die werden da sein. Oder zur Taktika. Mega krass, überlegt euch das mal, schaut nochmal rein. Taktika in Hamburg, da werden wir auch am Sonntag sein. Da ist es so, dass da Freebooters Fate auf jeden Fall wieder einen Riesenstand haben wird. Und jetzt ist es aber so, die Taktika ist ein Wochenende vor der Spielemesse Essen. Ja, so, das bedeutet, wir werden zwar hinfahren, wir werden da auch schön gucken und so weiter, aber wir werden, glaube ich, nicht so viel kaufen können, weil die Spielemesse Essen ist ja das, wo wir viel Geld lassen. Und ja, schauen wir mal. So, da kriegt man auf jeden Fall mal Angebote. Genau, bei Freebooters Fate kriegt man mal sehr viele gute Angebote. Ich will auch mal gucken, ob man da. Nee, ist Song of Ice and Fire nicht. Da will ich mir nichts kaufen. Ich möchte einfach mal schauen, was es so Neues gibt.
Und vielleicht kaufe ich mir das ein oder andere, aber es wird nicht so viel sein wie sonst, weil wir irgendwie geldtechnisch dann sonst echt in die Bredouille kommen. Und das können wir uns gerade nicht leisten. Ja, ich habe mir die Box geleistet und die Reiterei, wie gesagt, diese Söldnertruppe, da habe ich auch richtig Lust drauf, die zu bemalen, die vier Reiter da. Boah, ich will die auch so ein bisschen abgeranzt machen. Die haben auch so kaputte Schilde und so, weil die bringen ihre Waffen mit aufs Feld. Die sind eigentlich gar nicht gerne gesehen, aber hey, man bezahlt Sold und dann muss man sie nicht ausrüsten und ausstatten und dann ist es halt noch ein bisschen günstiger und deswegen sind die doch zu Kriegszeiten gerne gesehen. Ja, und jetzt bin ich natürlich so hin und her gerissen. Da ist es wieder. Ich muss Freebooters Fett fertig malen, aber eigentlich würde ich die Eisbären auch fertig malen, dass sie durch sind. Hätte aber auch Bock auf die vier Reiter. So viel Zeit hat man gar nicht. Also plane ich mir, Nummer 1 ist Freebooters Fate. Und dann schauen wir mal. Grundiert sind die Reiter. Vielleicht habe ich auch Bock, irgendeinen Dienstag mal einfach nur einen Reiter anzumalen. Mal schauen. Ja. Vielleicht mache ich auch doch erst die Eisbären. Ja. Aber wir haben ja noch ein paar Wochen. Aber nicht mehr viel Zeit, weil Rollenspielfinale steht auch am Start. Und dafür muss ich auch noch was machen. Das bedeutet, ich habe eigentlich gar nicht so viel Zeit. Ah, ja, ihr seht, mir geht es nicht anders als euch. Ich habe viele Projekte, die ich vorantreiben will und da muss einiges passieren. Und so viel Zeit hat man einfach gar nicht, um das alles fertig zu machen. Also rangeklotzt statt Video gemacht? Nein, natürlich nicht. So, jetzt zu dem Schnee. Es gibt extra von Vallejo so einen Schneeeffekt, gibt aber viele verschiedene. Also man kann es von überall nehmen. Und ich finde das mega gut, weil ihr wirklich das aus dem Pott nehmen könnt und dann einfach raufklatschen. Ich habe natürlich einen kaputten Pinsel, einen alten Pinsel genommen und nehme jetzt im Grunde da einfach nur aus dieser Tube und schmeiße da überall schön Schnee rauf. Das kann man auch immer machen, wie man Bock hat. Man kann auch erst die Sträucher nehmen und drauf machen, aber ich wollte euch einfach so ein bisschen zeigen, auch wie der Eisbär und wie das so überall auch so effektiv so raufkommt, dass es wirklich, es sieht rundum wie aus, als würde er im Eis stehen. Also ich mache erst die Base fertig und da ist es auch so, wenn man natürlich jetzt mehr Zeit hat und mehr Lust hat, dann kann man erst die Base gestalten mit Grünzeug, mit Erde, mit Sand. Dann hat man noch mal eine Höhe und dann kann man die auch anmalen. Ich habe da gar keine Lust drauf gehabt. Ich habe gleich gesagt, nö, brauche ich nicht. Ich mache das nämlich auf der Base direkt, denn die ist ja körnig, dieser Schnee. Und dadurch habt ihr eine Tiefe. Ja? Ihr habt den Untergrund, habt ihr gesehen, ich habe den grundiert, ich habe den bemalt mit der Airbrush und durch den Untergrund habt ihr halt schon so einen richtig coolen Grau-Effekt. So, und jetzt schmiere ich einfach gerade auf diese Idee, da sind ja Schlitze in den Bären. Muss ich die zumodellieren? Nein, ihr müsst die nicht zumodellieren, zumindest nicht, wenn ihr diese Freefolg mit Schnee macht, weil ihr könnt dann einfach den Schnee da oben drauf machen. Der Schnee ist hier oben drauf. Ihr müsst es ja auch nicht so. Ihr könnt ja auch nochmal vorher schon modellieren. Aber ich habe da gar keine Lust drauf gehabt. Ich will schnell sein. Das bedeutet, ich mache hier überall Tupfer auf das Schild, überall, wo Kanten und Ecken sind, tupfe ich das so rauf, den Schnee, dass der da haften bleibt und so auch, wo dieser Schnee oder beziehungsweise wo sie halt nicht gut modelliert haben oder wo der Abdruck ist, da habe ich das halt reingemacht. Und das sieht voll cool aus. Also ganz ehrlich, das sieht so schön aus, auch so auf der Hose, dass dieser Schnee da so ein bisschen haften bleibt. Das finde ich total cool. Das hat richtig Spaß gemacht, auch auf dem Mantel noch ein bisschen hier oben, da wo ich gesagt habe, dass da halt ein Grat ist, da habe ich auf jeden Fall nochmal Schnee raufgehauen und ja, das sind so, ich weiß, das sind so Tricks, die man vielleicht nicht auf dem Schirm hat oder wo man sagt, ach, darüber habe ich gar nicht nachgedacht, dass man das so schön effektiv schnell machen kann. Aber das ist genau das. Das ist ein Video für effektives Malen auf Schnelligkeit. Ja, weil den Speer zum Beispiel habe ich ja auch nicht nochmal bemalt. Den habe ich mit der Airbrush einmal bemalt und dann ist gut. Aber in dem Gesamteindruck von allen Miniaturen, die dann da stehen mit den Mammuts und mit den Riesen, sieht es einfach cool aus. Es macht dann richtig viel Spaß. So, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr, einen Daumen hoch. Schreibt was in die Kommentare, wenn ihr Fragen, wenn ihr Anregungen habt, immer unten rein. Ja,
Das waren einfach 50 Minuten für 1,5 Stunden arbeiten. Die nächsten Eisbären werden gemacht und dann sehen wir uns ja bald wieder. Macht's gut, passt auf euch auf, habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund und wir sehen uns nächsten Sonntag dann wieder. Euer Figurian.